Vom Fernsehturm bis JWD, Berlin, man hört's, riecht, sieht's. Mit Hochhaus, Neubau, Hinterhof, liegt mittendrin mein Kiez. Mein Kiez ist, wo Berliner sind, Buch, Treptow und Tannlinden. Am Prenzlberg und im Marzahn, aus Schwedt, Suhl, Delitzsch, Doberan, kannst du Berliner finden. Berlin ist wie es ist und trinkt wie weint und lacht und liebt und lärmt wie mit zerreißt auf Arbeit geht und flucht und leise schwärmt. Es krempelt sich die Ärmel hoch, sagt Schnauze, Herz und Träume. Berlin, du bist so jung wie nie, pflanzt Häuser, Kinder, Bäume. Vom Fernsehturm bis JWD, Berlin, man hört's, riecht, sieht's. Auf Hochhaus, Neubau, Hinterhof, liegt mitten Mann mein Kiez. Mein Kiez ist, wo Berliner sind, Buch, Treptow und dann Linden. Am Prenzlberg und in Marzahn, aus Schwedt, Suhl, Delitzsch, Doberan, kannst du Berliner finden. Mausi, nun komm, wir müssen! Ja, doch! Na nun, und bitte bis zum Wochenende, Herr Schulz, ja? Ja! Matti, wie siehst du aus? Ja, bitte. Hast du in der Konditorei übernachtet? Aber doch eher eine Destille. Schwarzwälder, bitte. Ich komme. Simsalabim. Ah, ist also mal wieder soweit. Rausgeflogen. Wie bei der Spackenrothaarige, der Karin. Das war Sibylle. Aha. Na und det? Claudia. Ich hab eben kein Glück bei Frauen. Außer bei dir, Tante Marie. Ach, und deshalb kommst du mir so unrasiert, wa? Nee, du. Da hinten schlaf ich momentan. Und im Schlafzimmer wohnen Tommy und Lauri und Klein Robert. Außerdem wird unser Haus rekonstruiert. Nebenan in der 7. sind sie schon. Tante Marie! Hm? Ich kann doch im Korridor schlafen. Oder hier. Ja, ja. Unterm Tisch. Oh, Tante Marie. Nee. Du, da klingelst, da kommt. Warte, mein verfressener Schuster, hol mal seinen Stuhl vom Balkon. Danke. Komm ja hoch, ja? Tante Marie? Sag mal, du. Moment. Wanderfuhr, willst du nicht endlich sesshaft werden? Hm. Von wollen kann ja wohl nicht die Rede sein. Ja, seit Barbara Zigeuner darum. Ach. So wie ich bin, will mich keine. Und so wie die mich wollen, will ich nicht. Immer wenn die in ihrer Seele Inventur machen, fliege ich raus. Ja. Hast du ja wohl meistens selber zuzuschreiben, wa? Mit 40 sollte einer ja langsam wissen, wo er hingehört. Tante Marie! Ja, also hättest du bei Barbara bleiben sollen. Zu Hause hättest du auch. Die lebt doch mit einem anderen zusammen und das schon lange. Franzi kriegt dann bald Halbschwester oder Halbbruder oder irgend sowas. Reparieren ist eben Mist. Man müsste doch mal ganz von vorne anfangen können. Ja, aber wie? Das weiß ich ja eben nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass der Betrieb in 14 Tagen aus Berlin abzieht. Dass ich mit Claudia nicht klarkomme und dass ich nach Eberswalde nicht zurück kann. Und jetzt auch schon gar nicht mehr will. So. Ach, du bist und bleibst ein Kindskopf. Mann, wird doch endlich erwachsen! Liebe, es wird ganz schön kompliziert. Nicht mehr riechen. Kinder drin! Los, los! Leiber!
ist keiner mehr. Hast du eine Zigarette? Nee, tut mir leid. Oh. Du bist hier der Angesenkte. Was Ernstes? Ach, Quatsch. Ich hätte längst eine Mücke gemacht. Aber die haben mir da die Hosen weggeschlossen. Und die Bienenbrandstifter? Für die ist das inzwischen eine Riesengeschichte. Timo, ich muss bekloppt sein, wa? Naja, die Hauptsache, die Kleine hat ihren Hund wieder. Hast du Kinder? Du? So. Du bist auch vom Baustempel? Montage, Hochhäuser und so. Platten? Ui, ui, Mensch, das juckt ja wie Teufel. Aber kannst du mal den Rücken kratzen? Da. Hier? Na ja. Aber auf die Dauer. Platten, das wäre auch nicht für mich da. Oh, nicht so toll! Mann, du holst mir ja einen Bast runter. So schade um meinen schönen Korbstuhl. Den hat der Inner weggeschmissen. Ich sammle nämlich Antiquitäten. Der wird jetzt auf dem hier Rümpelhänger liegen. Ich kümmere mich drum. Mach's gut. Das ist schon gut, Lauri. Hey! Toni, hilf mir mal. Deine Frau bringt mich ja weg. Macht unser Feuerrübel. Es schläft. Irgendwann mache ich's gut. Das verspreche ich dir. Idiot. Klare. Machen klare Köppe, wa? Kein Alkohol. Außer Korn. Also, Matti. Na dann? Mein Junge. Schon gut, Marien. Prost. Prost, mein Kleiner. Naja, auf den kann man ja nicht stehen. Nee. Also, du hast ja noch. Also, das Gerümpel hier mitten in der Stube. Naja, ich bin ja schon weg. Naja, sie ist ein bisschen durcheinander. Gibt sich die Schuld, die Sache da mit dem Kleiner. Naja, ach was. Also. Matti! Na denn, mein Junge. Komm mal rüber! Ja, komm. Matti! Du, die paar Tage schlafe ich drüben in der jute Stube und du hier momentan. Aber das Bett brauche ich. Naja, also nur kick nicht so blöd. Wer sowieso nicht, warum ich ausgerechnet so einem Luftikus helfen muss. Und du stehst nicht rum, mach ein bisschen hinne. Oh, psst, nicht so laut. Hey, Robert schläft. Na, man, die hat doch keine Bleibe.
Es ist nur vorübergehend, nur ein paar Tage. Na komm, das ist keine Frage. Heißer ab. Heißer ab. Ist ja auch bloß mein Bett, wa? Tante Marie, das. Das ist wirklich nur vorübergehend. Nur ein paar Tage. Ja, ja, ist ja gut, mein Junge. Du, weißt du, das ist nämlich ganz prima, dass du ein paar Tage hier bist. Es gibt nämlich allerhand zu tun. Ja, also das Fenster im Klo und in der Küche der Ausschuss und im Flur da oben, weißt du, die... Und in 8 Tagen kommt der Rekurs, dann wird alles wieder rausgerissen. Ist doch in der Krise, verstehst du das nicht? Seelisch. Der musste beschäftigen, bis er abends Knülle in die Wiege fällt. Na, das kam doch aus seinem Zimmer. Warum pfeift er denn? Weil er ist in der Krise. Da pfeifen sie immer. Blödmann. Was bist du auf den sauer? Was? Wenn du nicht Direktor werden wolltest, hättest du den Lehrgang nicht erst machen müssen. Am Gemüse verkaufen und an der Schnellkasse sitzen, das kannst du auch so. Große Wäsche in der Tour, Bauschutt auf dem Teppich, na, dieses blöde Betriebsfest. Mit Angehörigen. Und der macht einen so einen Penner auch noch an. Vielleicht kannst du ihn mitnehmen zum Betriebsfest als Angehörigen. Sieht er gut aus? Mensch, Pittelchen. Ja, du hast gut reden, aber ich muss ja die Zwillinge noch groß kriegen. Schade. Nur ist er weg. Das Gebet einer Jungfrau. Eines Tages kommt noch mal der Richtige vorbei. Tja. Als wenn es im Leben nicht anders gäbe. Mir recht's jedenfalls. Ich hab den Nase voll. Tüllü. Tüllü. Was soll ich denn damit? Nase putzen. Dann kriegst du wieder Luft. Hau bloß ab. Mensch, pass auf! Ich sage immer alles an seiner Stelle. Feuerstuhl, Bürgersteig, Kartoffeln. Oh, hier ist ein Faulige. Im Topf. Ich habe trotzdem nichts im Haus. Ich habe aber großen Appetit auf nichts. Ein andermal vielleicht. Das Gemälde haben der Brandstifter alleine zustande gebracht. Du, und ich habe auch noch schönen Kartoffelsalat für dich. Von Tommy.
Gut, Annemarie. Hm? Deine Nachbarin, hier, die hier oben. Was ist das eigentlich für eine? Die Eva? Hm? Oh, du, die ist schwer in Ordnung. Die kenne ich schon, noch, da war sie noch so, ja. Und dann später, als sie in die Lehre kam, weißt du, die ist übrigens drüben in der Kaufhalle. Hast du bestimmt schon mal gesehen. Ja, und wie sie in der Lehre war, da hat sie doch noch ihren kleinen Bruder am Bändel. Von wegen Vormundschaft und so. Na, nun ist der weg und jetzt ist er alleine. Und mit der Liebe, ich weiß auch nicht, also da scheint das nicht so richtig zu klappen. Da war mal so einer, der... Du, was interessiert dich das eigentlich, ha? Oh, könnte ja sein, dass du mich mal rausschmeißt. Also von der lässt du gefälligst die Finger, verstanden? Die hat was anderes verdient als so einen Windbeutel. Tante Marie. Wenn sie die nicht wieder reinkriegen? Dann wird zugemauert. Süß. Eigentlich wäre das was für den Instandsetzer gewesen, Frau Bruch. Ach, um Gottes Willen, aber die daran darf ich überhaupt nicht denken. Na, ein bisschen laut wird es dann schon werden. Ja. Aber für Sie haben sie dann was ganz Gemütliches im Mieterhotel. Hä? Ja, das ist Vorschrift. Hotel? Also, ob sie es mir glauben oder nicht, kann doch woanders gar nicht schlafen. Das geht einfach nicht. Also, wenn es dann soweit ist, verrate ich Ihnen ein gutes altes Hausmittel. Ja. Zur Beruhigung. Hebst du noch mit an? In letzter Zeit ist er so unhöflich. Dabei sind die Himmel so nette Leute. Warum nicht zuzumauern, Frau Gorella? Mal sehen. So. Sehr schön haben wir die. Was war die Vase? Naja, du hast mein Krankenhaus besucht, ne? Da bin ich raus. Wa? Also, hier ist dann mal bei ihm vorbei. Dachte ich mir. Und hier? Also, ich wette, die funktioniert schon lange nicht mehr. Das ist eine Fahrlässigkeit, so was Wertvolles, Antikes einfach so rumhängen zu lassen. Jeder Strauchdieb kann das Ding sofort abschrauben. Kick mal so zum... Na, du weißt, wie ich meine, aber... Komm mal. Ab morgen Frühschicht bin ich wieder voll auf der Rolle. Mhm. Du, der Stuhl. Ich meine, der Korbstuhl. Der ist im Keller. Jo. Moment. Das ist gut. Also, hier bleiben willst du nicht. Nee. Und da kannst du nicht mehr hin, weil deine Ehemalige hat einen neuen und du sowieso bist noch ein paar alte Klamotten auf dem Boden. Ja. Gut. Du, da fällt mir ein auf dem Boden. Da findest du mitunter die schönsten Antiquitäten. Du kennst ja nur meine Interessenlage. Die Dings da, wie hieß sie? Wer? Na, ist doch ja, ist ja eh nicht geworden. Die konntest du gut leiden, ne? Aber weg von Berlin wollte sie nicht mit dir. Und nun willst du sie nicht mehr. Nee. Mann. Oder war das umgekehrt? Na, ist doch ja egal. Jedenfalls, jetzt hast du keine Frau und kein Zuhause. Ui. Du bist immer mein Freund. Matti, vor dir geh ich durchs Feuer. Aber da musst du alleine durch. Ehrlich. Prost. Ist leer. Mensch ist wie der Schuh, in dem er steckt. Frau
brauchst deine Botten nicht zu verstecken, ich weiß Bescheid. In dir rumort doch was. Was würdest du denn sagen, wenn ich für immer hier bliebe? Berliner würde. Ich. Nicht du, ich. Meine, das Erste, was ein Neu-Berliner lernen muss, ist ich sagen. Also hat er dich schon wieder erwischt. Sind wenigstens hübsch. Im Ernst, Botte. Du siehst aus, als hättest du Hemmung. Denkst, du nimmst irgendwas weg? Du doch nicht. Ist das schon lange eingemeindet. Zig hundert Wohnungen hast du mitgebaut. Fast 5 Jahre in so eine Stadt, das prägt einen Menschen, wie man so sagt. Wenn du das als Ola Berliner sagst? Ein bisschen Glück nötig, was? Ach, Sie sind es. Glauben Sie an den Quatsch mit den Münzen? Nee, ich nicht. Haben Sie einen schönen Abend gehabt? Ich nicht. Haben Sie nicht mal einen 20er? Hm? Ich war ein bisschen draußen im Grünen. Und dann bin ich in der Stadt rumgegondelt. Mhm. Ja, schön. Und ich komme von der Betriebsfeier. Da. Hoch lebe der Kaufhallenverband. Haben Sie einen Angehörigen, den Sie zu so einem Fest mitschleppen könnten? Ja? Nein? Also nicht. Das ist so, als gehörte man nicht dazu. Man ist nichts gegen die Angehörigenbesitzer. Ist das gerecht? Nein. Ist nicht gerecht. Wirklich? Wirklich? Im Grün? Einfach so? Oh, wann war ich das letzte Mal draußen im Wald? Wissen Sie was? Trinken wir noch ein gemeinsames Bier? Ich bin verrückt nach Bier, wenn ich mir zum Halse raushänge. Aber nicht hier. Zu Hause. Bei Rappert. Hm? Ja. Aber ohne jeden Hintergedanken, klar. Nur Flaschenbier. Die Bierleitung ist im Eimer. Heute Abend kriegt er den Bierklempner nicht mehr. Ah, falls das nicht so schlimm. Ich bin kein Planer. Ich spare monatelang auf eine Tiefkühltruhe. Und dann kaufe ich mir einen Wintermantel. Und mit der Qualifizierung wollen Sie mich zum Kaufhallendirektor machen. Prost. Prost. In dem Kiez. Jeder kennt jeden. Und ich habe hier gelernt. Und jetzt soll ich plötzlich Chef werden. Ich? Na los, na sagen Sie doch mal. Das schaffst du doch. Stehst doch nicht alleine da. Der Mensch wächst mit seinen Aufgaben. So was sagt man denn doch, oder? Kann ich das sagen? Ich kenne Sie doch gar nicht. Aber ein bisschen schwindeln könnten Sie doch mal. Ich gehe mal über den Hof. Eine Kneipe ist so gut, wie ihr Bier läuft. Da kannst du eine Serviererin mit durchsichtiger Bluse rumlaufen lassen, wenn's Bier nicht läuft. Das ist alles voll Hund.
Ja, denkst du, so was macht noch einer heutzutage? Ich kann ja mal nachsehen. Ja? Hm? Na, dann komm mal rum. Keller, der hat ja Jahrhunderte gebrochen. Das ist gut möglich. Fritze? Wie heißt denn du eigentlich? Was? Fritz oder Erwin? Getauft bin ich Erwin, aber alle sagen Fritze zu mir. Hm. Schon zu meinem Vater und dem Großvater haben alle Fritze gesagt. Wir sind nämlich Budiker aus Berufung. Hm. Alter Destillenadel sozusagen, der dritten Generation. Bloß, hier endet das. Mein Großer, der ist Elektroniker, der fabriziert Chips für vollautomatische Waschmaschinen und so. Aber eine Bierleitung reparieren, nicht ist. So ist das heutzutage. Was willst du machen? Suchen Sie Ihren Bekannten? Der ist weggegangen. Ein Auto? Kommen Sie doch mal. Ist es denn jetzt was Festes? Rosi, lass mich doch. Von wegen. Ich zeige nur ein bisschen rum. Schneid ihm die Haare. Und manchmal treiben wir ganz verrückte Sachen auf dem Kuchenblech. Noch eine Frage? Mensch, Rosi. Die wird doch Chefin von der Kaufhalle. Ja, sowas. Ah, sag mal, und deine Taube da oben, die wartet so lange, wa? Hm? Ach so. Ich weiß ja gar nicht, was los ist. Ach, Junge, das muss doch nicht so verbissen sein, hm? Immer wenn wir oben angekommen sind, denke ich, das wäre eine Wohnung für mich. Ich gewöhne mich an die Aussicht. Dann muss ich sie wieder vergessen. Vielleicht solltest du einfach mal in einem Haus wohnen bleiben. Klar, Mensch. Guck mal. Hierher fällst du den Sessel. Wegen der Aussicht. Und den Fernseher, den schaust du da. Das ist doch Quatsch. Oder denn eben da? Nee, hier kommt ein Schrank hin. So ein flacher, hä? Fernseher bringen wir an der Wand unter. Und die Liege quer in den Raum. Was, quer in den Raum? Ja. Wenn deine Frau ein Kind kriegt, kommt sie doch nicht durch. Mit einem dicken Bauch, so zwischen Schrankwand und Couch. Meinst du? Nee, was denn für eine Frau? Hä? Na, deine. Deine, die Nase. Nee, die Couch, die stellt sie hierher. Oder hier, oder hier. Mensch, richte doch deine Wohnung alleine ein. Hey! Männer, das ist er! Mäuse! Mensch! Und der da, das ist Kuno. Immer im Zehnkampf um den stärksten Lehrling der Aufstadt. Und das ist Prosig. Vorsicht! Ohne Mäuse, wa? Jetzt reicht der Sache. Hey! Kannst aufhören! Jetzt bin ich durch! Lang ersehnt. Bist du jetzt auf und ob wir noch nur jemals erstmal trocken lehnen? Komm zu Fritz rauf, Alter. Was soll denn das sein? Jetzt Bier, wir alle, wir müssen von innen anfeuchten, ne? Das soll eine Demonstration sein für eine Schlammschlacht, Jungs. Ihr verrollt mir das ganze Publikum. Aber kein Publikum sind wir.
zusammen. Ist ja gut, ist ja gut. Wenn mein Sohn auf die Idee kommt, sich ein Motorrad zu kaufen, den jag ich vom Hof. Die sind wieder gerötet, guck mal. Der Rieder kommt mit das. Bloß auf. Was weiß ich. 25 Minuten, denke ich. Maßnahme morgen nach Schichtschluss. Alles klar? Das war doch höhere Gewalt. Jetzt bin ich die höhere Gewalt. Ja, ja, ja. Was? Du wirst auch reiner Überheblichkeit noch mal deinen eigenen Schatten fressen. Ihr solltet euch ruhig ab und zu mal vorstellen, ihr wohnt in der Bude, in der ihr jetzt arbeitet. Da denkt einer anders über 25 Minuten. Und jetzt, als Bein. Nee, ja. Lass mal den Bein. Erstmal ein Bier. Ja, so ist es. Ja, reich rüber hier. Du, ihr wendet das ab. Ich trenne mal nicht davon. Geht schon wieder 10 Minuten nach. Als Chronometer völlig ungeeignet. Trotzdem. Bleib die Uhr da hängen und dein olle Grammophon. Das kannst du mit sonst wen tauschen. Überleg dir das nochmal, Fritz. Mit 3 Platten und 12 Nadeln. Hier, wie ist dein Kopf? Ich hab noch was vor. Ist das wirklich fürs Wasser? Prost. Ja, das wird 96% ja Spielzeit. Matti? Matti, bist du das, alter Kalkfresser? Das gibt's doch nicht. Wie lange ist das her? 7 Jahre? 8? 7. Den Hausjungen habe ich auf meinen Knien geschaukelt. Alles, was der mit Keller und Wasserwaage zustande bringt, hat er bei mir gelernt. Oh Gott. Prost, Matti. Prost, Kalle. Und nu? Und nun schreit mal jemand an. Im Moment bei Tante Marie auf dem quietschenden Haken stehen. Na hör mal, damit muss jetzt aber Schluss sein, klar? Ein alter Kumpel kommt mir nicht unter die Räder. Maßnahme, du fängst bei mir an. Red nicht, sowas wie dich brauche ich. Bei uns muss einer findig sein. Knobeln, Lösungen suchen, Entscheidungen treffen. Maurer bist du, Zimmermann, Architekt und Erfinder. Sogar Psychologe und Pädagoge, wenn es um die Mieter geht. Meinetwegen auch Denkmalpfleger. Es gibt nichts Verrückteres, nichts Schöneres als unsere Arbeit. Trotzdem, man muss darüber nachdenken. Quatsch, ich habe eben darüber nachgedacht, das reicht. Sie verändert können. Muss ich das? Du kannst mir ja wieder die Leviten lesen, wie damals. Schluss mit dem Lotterleben. Zimmer besorge ich dir. Dauert vielleicht eine Weile, aber es klappt. Verlass dich drauf. Bis dahin hast du ja eine Bleibe. Na? Kannst du dann in die Tasche stecken? Wie ein Hosenknopf. Kollege Wiegand, kann ich Sie mal morgen sprechen, ja? Aber das ist ein Hauszeichen. Das ist über 200 Jahre alt. Eben. Willst du verscheuern, ne? Ich will, der wird überlebt. Ich habe es entdeckt. Moin wird hier verputzt. Und da stört so ein Vorsprung bloß. Sowas sofort den Denkmalschützern zu melden. Und was erzähle ich denen, hä? Vielleicht sagst du ja nichts. Ich hab schon Auge zugedrückt, als du die Messingklinken gezuckt hast. Das gedrechselte Treppengeländer ist auch nie wieder aufgetaucht. Diesmal? Nee. Ich schmeiß dich raus. Diesmal mach ich's wahr, verlass dich drauf. Riecht nicht. Ja, sie hat gesagt, ich soll zu einem Abendbrot hochkommen, hat sie gesagt. Würdest du das nicht auch als eine Art Einladung betrachten? Die Küche ist auch nicht vorbereitet. Na, dann komm mal.
Sind alt, wa? Sehr alt. Wenn die erzählen könnten. Die haben vielleicht was mitgemacht. Das Menschenleben riecht ja Mückenschiss dahin. Häuser auch. Häuser am Leben wie ein Mensch. Wusstest du denn? Nur plötzlich, da fängt der Putz an zu bröckeln. Treppen knarren. Knochen hoch. Ja. Ja. Stell das Gemüse in den Topf, ich kann das nicht mehr sehen. Ja. Heute ist nämlich ein besonderer Tag. Heute vor 50 Jahren. Da habe ich, lach jetzt nicht, da habe ich Marie einen Antrag gestellt. So, du weißt das. Hm? Traust du mal wohl nicht zu, wa? War 21. Und Sie? Ja, ich war ein bisschen älter. Und was hat sie gesagt? Gesagt, gesagt. Siehst du vielleicht, dass wir verheiratet sind? Na also. Warum hat sie dich denn nicht? War ja zu jung. So einen Jungschen-Schnösel wollte sie nicht. Naja, und außerdem wollte sie partout nicht Schulz heißen. Wie ist sie denn? Schulze. Ach, das ist ja alles Quatsch. Da war noch ein anderer. Olle Klammroten nämlich. Maschinenbauer bei Borsig. In den Schrank hatte ich natürlich keine Chance. Hab ich auch geheiratet. Naja. Paula hat nie lange mitgemacht. Aber Pauline ist was geworden. Eine Enkeltochter habe ich auch. Petra heißt sie. Hallo. Hallo, was ist denn hier los? Herrenarm? Was ist denn das? Das ist antik. Na, ich war nämlich noch mal schnell eine 2. Ja, Trotzal, hat sich doch einen rechten Arm gebrochen. Na, damit wascht er mal den Kreuzermann. Und denn bei Roses, die hatten auch wieder so einen Ärger mit ihrer füpsigen Nachbarin. Von wegen, look, look, weißt du? Na, die habe ich vielleicht Bescheid. Also, aber ohne dich geht wohl ja nicht hier in Kiez. Nee, siehst du doch, ja nicht. Sonst hätte er doch schon das Abendbrot gemacht, statt immer so dussel hier rumzusitzen. Ich war eingeladen, nicht du. Na ja, auch der Jass macht sich nützlich, gell? Weißt du überhaupt, was für einen Tag wir heute haben? Na klar, mach mal ein Glas auf. Guten Abend. Guck mal einer an. Der weiß doch Bescheid, was sie schickt. Du da jeden, du bist ja als Heimatloser eingezogen und nicht als Bildhauer. Komm, wir jeden. Nee, mein Herrn. Das könnte euch vielleicht so passen, wa? Da geht's drin. Aber hopp, hopp, alle Bäder, los, los. Wie du. Lauri? Sag mal, das ist doch nicht dein Ernst. Ach nein? Mensch, die Bude ist seit 3 Jahren baupolizeilich gesperrt. Du kannst doch nicht einfach hier...
Meint, die werden sich doch sicher ihre Gedanken gemacht haben, warum hier keiner hin soll. Ich habe mir auch meine Gedanken gemacht. Du kannst mir eine Luftmatratze raufbringen. Du bist ja verrückt. Ihr sägt Steine. Steine! Gut, der hat Robert aus den Flammen geholt, aber gleich Steine? Das ist doch nur vorübergehend. Nächste Woche ist er weg hier. Was zu sehen? Gut, dann bis nächste Woche. Aber nicht mit mir. Du, vielleicht kriegen wir diesen Monat schon unsere neue Wohnung. Komm. Die Luftmatratze bitte. Tut mir leid. Ich bin ein bisschen hysterisch zur Zeit. Kein Prüfungsmensch, weißt du? Und heute ist Pathologie. Meinetwegen kannst du ruhig, aber vielleicht nicht gleich. Tommy schläft noch. Die hatten gestern Nachtschicht, einen großen Empfang. 800 Buletten, Tommy-Art. Pathologie? Das ist das mit den Leichen, wa? Ja, ja. Komm, Robert, zum Kindergarten. Das ist bestimmt meine prima Ärztin. Mir geht alles gut mit ihr und Tommy. War der Koch es? Schuster, bleib bei deinen Leisten. Mann. Morgen alle miteinander. Moin. Also, mein Botte, hast du nicht jemanden, der was von Fernsehantennen versteht? Ich habe momentan das reinste Geisterbild. Da alle möglichen Kunden, aber Antennenfürze. Ich weiß da jemand. Sie? Herr Ruck. Ah, ja, ich weiß. Sie reparieren Bierleitungen, nicht? Aber Fernsehantennen ist doch ein bisschen hoch. Also, weißt du mal rum, Botte? Wiedersehen, Herr Ruck. Wiedersehen, Frau Otte. Die Beine hätte ich mal brechen können. Ja. So was. Da müssen Sie eben mal vorbeikommen mit Ihrer Kelle. Ist was passiert? Nee, nee. Warte mal. Ja, was denn und hier? So, ja. Der Kollege. Hm. So was für ein Vorgestellt. Hier eine von mir als Maßnahmen. Bernhard Gull sagt, er qualifiziert sich jetzt kulturell. Die Geschichte der lieben, lieben alten Heimatstadt Berlin und Freie Meilen und diese Dings da. Diese. Auszeichen. Ja, genau. Und der Kiez im Besonderen. Und das alles schriftlich für Triadetarm. In Berlin Jubiläumsgnadenbeweis. Sagt ihr. Wisst ihr, was ich dazu sage? Ich sage dazu einfach Erpressung. Matti, kannst du mir nicht irgendwie helfen? Dann müssen wir zum Experten. Sag mal, was soll denn das? Sind das deine Experten? Für Stadtgeschichte. Verscheißern kann ich mal lernen. Na los, komm. Magisches Museum. Ja, von der S-Bahn aus kenne ich das auch. Ehrlich, Matti, ich gehe nicht gerne in sowas. Das liegt mir nicht. Ja, zu Hause bei meiner ollen Klamotten, du, da ist das was anders. Da kenne ich von jedem eine Geschichte. Eine Vase zum Beispiel. Wisst ihr, da soll 1813, wo sie den Napoleon da. Da soll da ein Kosakenhauptmann drin gepinkelt haben. Na Mensch, da kann man sich doch was vorstellen. Komm. Was ist denn ein Museum? Ein Saal, in dem die Geschichte rumsteht. Berühren verboten. Und dann immer bloß flüstern. Nee, ehrlich, Matti, das kannst du nicht von mir verlangen. Wiegand.
Schön, dass Sie es uns gebracht haben. Ihnen? Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Der Kollege hat es. Also, seine Brigade. Unsere Brigade. Ja. Unsere Brigade hat es geborgen. Das stimmt. Das ist genau der richtige Ausdruck. Hm? Sowas gehört ins Museum. Wissen Sie, 200 Jahre hat das im Kiez gelebt. Und der Kiez wird dann immer schöner. Und da soll das doch weiterleben. Und deshalb möchten wir das an passender Stelle wieder einmauern. Richtig. Sagt die Brigade. Genau. Also gut. Aber vorher muss ich die Dokumentation machen. Fotos, einen Abguss und Notizen fürs Archiv. Ich hab noch eine kleine Bitte. Mein Kollege hier, der möchte gern genaueres über Hauszeichen und Nummerierungen erfahren. Das ist sozusagen ein gesellschaftlicher Auftrag, nicht? Kollege Werner Gül? Aber das ist doch selbstverständlich. Ja, ja. Matti, du wirst das nicht loben, du. Am Anfang, da habt ihr überhaupt keine Hausnummer, ne? Naja, nur diese Zeichen hier. Die beklopptesten Dinger, kann ich dir sagen. Also, in der Markgrafenstraße, da hängt zum Beispiel ein Walfisch. Und in der Leipzig, nee, warte mal, das war wohl doch in der Roststraße, sagt sie. Also, da hängt sie ja eine Palme. Also, Adresse, was weiß ich hier, Herrn Schmeckewier Berlin, im Haus mit dem Walfisch im Giebel. Naja, oder dem Löwen. Oder den drei Lilien, oder was weiß ich. Stell dir mal vor, die Postboten früher, was müssen die gelaufen sein? Ne? Haben gekickt und gesucht und gesucht. Und die überhaupt keinen Plan gehabt haben? Kein Wettbewerb? Da sind wir alle gestorben. 1798. Du, ich hab mir das alles aufgeschrieben. Wisst ihr? Stimmt. 1798. Da kriegt die Charité die Hausnummer 8004 verordnet. Also wenn das die Brigade erfährt, das haut so um. Garantiert. Matti, du, ich wollte mal noch bei dir bedanken. Weißt du, wie du das alles so hingekriegt hast? Doch, wirklich. Erst die Sache mit dem Korbstuhl, dann das Hauszeichen und heute nur das. Naja, und besonders die Sache mit Lilian. Ja, schon auf. Du, das vergesse ich dir nie. Wirklich, kannst du glauben. Das ist doch hier Opa. Ja. Na? Du, der große Caruso. Genau. Und zwei Nadeln für dich. Warte, für mich? Ja. Ach, kann doch nicht annehmen. Doch. Das ist Prunkstück in deiner Sammlung. Nee, nee, das nehme ich nicht. Doch, du hast mir das Leben gerettet, du musst. Pass mal auf. So was, das hat einen Anspruch. Das muss da rausragen, das kann nicht einfach so rumstehen. Wenn ich meine eigene Wohnung habe, gut, aber das ist doch ja nicht mal mein Zimmer. Ja, du, da hat er recht, der ist bloß Gast hier momentan. Und bloß noch für 3 oder 4 Tage, ja? Ja, Tante Marie. Wieso, du, ich denke... Siehste, also komm, nimm's lieber wieder mit. Sagen wir, na, als Dauerleihe, ja? Und wenn ich dann eine eigene Wohnung habe, dann bringst du es wieder. War nett von mir. Naja, ja, aber... Du verstehst auch am besten, damit umzugehen. Also, nun geh mal. Aber das bleibt deins. Ja, ist ja klar. So, also pass schon auf die Platte, auf die Nadeln, Caruso. Und... Aber du wehst. Ja, ja, ist ja gut. Also schieb ab. Und schönen Dank. Junge, von dir können wir vielleicht was lernen. Du hättest Diplomat werden sollen. Aber trotzdem, übermorgen ist der Erste. Wir haben ja nun 7 Jahre nicht zusammengearbeitet. Sonst läuft das so. Nummer 1, jeder will irgendwas von uns. Wir machen möglich, was möglich ist. Das andere reden wir den Leuten aus. Aber sanft, kapiert? Nummer 2, wir liefern Qualität. Wir können nämlich nicht so schnell wieder von der Bildfläche verschwinden. Unser Fusch kommt raus. Die wissen genau, wer das Fenster hingesetzt hat, wer den Schornstein gemauert hat. Was sagt ihr da? Wir sind zu unserer Arbeit der Irre verdonnert.
Nummer 3, wir sind nicht irgendjemand, wir sind jemand. Brigade Wiegand. Und noch eins. Ich hab's gern, wenn in meiner Brigade Offenheit herrscht. Ehrlichkeit. Nein, nein, nicht ohne Herrn Matti. Na ja, 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 ja. Ich weiß Bescheid, man hört ja so allerlei, nicht? Ruckzuck hauen sie einem die Wand weg, oder? Na ja, oder setzen die Tür plötzlich woanders hin. Ich wohne 52 Jahre hier. Pfingsten werden es 52 Jahre. Und ich will mich nicht umgewöhnen. Und plötzlich woanders durch eine Tür gehen müssen. Aber hier steht doch gar nichts von einer Tür. Und eben was anderes. Das Klo und die Speisekammer. Wir machen doch hier nichts kaputt. Bei Ihnen ist doch das Klo im Klo. Ja. Ich meine, das Klo ist doch vorhanden als Klo. Natürlich. Warum sollen wir es denn dann in die Speisekammer bauen? Und in der 27, da sitzen sie neuerdings auch in der Speisekammer. Wir sind doch hier gar nicht in der 27. Nein, 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 nein. Nur wenn der Herr Matti sagt, dass er seine Richtigkeit hat. Der Herr Matti, der hat ja überhaupt nichts zu sagen. Richtig. Oh. Wer sind Sie denn überhaupt? Ich bin die neue Bauleiterin von der KWV. So, Engel. Herr Matti. Kommen Sie bloß. Na, wo brennt es denn, Frau Moreira? Ja. Wir sind oben, fertig, Schluss. Bloß noch einen Deckel drauf, ein bisschen aufräumen und ab geht's bei Eberswalde. Du, ich bleib hier. Was, willst du bei den Fischköpfen anheuern oder was? Nee. Oder bei den Cottbussern oder? Wo ich jetzt wohne, wird modernisiert. Mensch, Marty, mach doch keinen Quatsch. Was? Ja. Du bist doch verrückt. Du sagst doch ständig Leute im Bau. Und dauernd gibt's Ärger mit den Mietern. Das Wasser läuft nicht. Die Wand soll raus, die Wand soll rein. Ach nee, das ist alles so ein Kleinkram. Und dann ständig irgendwie Rücksichten nehmen. Also nee, du, das ist nichts für Mareike. Nee. Nee, du, ich bin an die Großzügigkeit gewöhnt. In der Zeit, wo du da einen Stein vermauert hast, da haben wir hier noch einen ganzen Stadtbezirk hochgezogen. Ach, was sag ich ein? 30 Häuser! Wie viele von denen kennst du, die da eingezogen sind? Ach, Junge, Junge! Siehste, in dem ollen Kiez ist das alles ganz anders. Guckt dir dauernd einer über die Schulter. Aber der kennt dich. Und du kennst ihn auch. Jeden Tag musst du irgendwas was Neues austüfteln. Alte Techniken wiederentdecken. Verstehst du? Ja, du kennst mich. Naja, die alten Techniken. Und wie heißt sie diesmal? Sag mir lieber, wie ich es Tante Marie beibringe. Im Frühprogramm des Berliner Rundfunks hörten Sie Nachrichten. Gesprochen von Guten Morgen, Tante Marie. Moin. Es ist 6 Uhr. Also! Beeilung! Ich habe keine Zeit! Lauri schreibt heute ein Testat über Nerven. Hm? Wozu? Mann, hier hat doch keiner mehr welche. Ja, du natürlich. Ja, ja, du, ja. Du hast sie wohl nicht alle, wa? Ach, ich, Oma. Ich? Na? Die Hälfte der Familie pennt auf einer Luftmatratze in der Ruine. Und die andere Hälfte kämpft jetzt schon um einen Platz auf dem Klo. Und der Kleine, der wünscht sich eine Bohrmaschine, na prima. Moment mal. Ich bin doch diejenige, die sie einschränken muss. Ich? Die kriegen doch eine Wohnung. Neubau so ja. Noch verzögert sich eben ein bisschen. Du, Tante Marie. Moment. Du, ich könnt heute einen Kleinen abholen, 2 Stunden früher, wa? Nee, Lauri ist heute dran. Also, die teilen sich den Kleinen noch richtig ein. Montag der eine, Dienstag der andere scheibchenweise. Aber meistens bleibt das ja doch an mir hängen. Du, Tante Marie, ich bleib jetzt doch in Berlin. Sogar hier im Kiez. Ach. In Kalle Wiegands Brigade. Hat mir versprochen, ein Zimmer zu besorgen. Ist wirklich nur noch für ein paar Tage. Was denn? Noch länger? Ja, wir sitzen ja hier auch bloß übereinander. Also jetzt ist aber genug. Und du halt den Mund. Mein kleines Zimmer ausgerechnet. Na, warum wartet er denn nicht, bis ich abkratze? Komm, Oma, komm. Komm, so ich's nicht gemeint. Das hat er wirklich nicht so gemeint. Aber ich meine so. So, und du bleibst. Nur gerade. Der Abgeordnete hat gesagt, die Zuweisung kann jeden Tag kommen. Und so lange geht das, verstanden? Und du mach dich nicht mausig! Domin! Du, ich bin im Zimmer.
Wiegand hat mir fest versprochen. Ach, Menschen. Du kannst dich drauf verlassen. Ich kümmere mich auch drum. Frag mir die Loferei und du behältst den Überblick. Ja? Ne, ich nicht mehr. Das bringt mir mit meiner Tablette hier alles durcheinander. Baum und Steine, Fenny und Scheine, muss ich lohnen, Häuser zum Wohnen. Prost. Prost. Dichten kann er auch. Wie wird denn mit einem Realebuch in Versen? Was sagst du, Wiegand? Drei Stand. Und was ist mit den Leithaaren? Und? Bitte. Ach, Krasowke will auch ihn haben. Komm mal her. Was denn das Ding? Na so. Dynamo oder Union? Ach, ist doch ruhig. Tiefer. Tiefer? Wo läuft's da? Ja. Na ja, nur doch wohl. Hier bei uns zu Hause bleiben wirst, mach dich bekannt. Das ist Alois. Alois, das ist Matti. Und ihr heuer viel seid ja Mensch. Ja, der Stadtbezirk läuft nicht rund ohne ihn. Mich hat er sogar einmal eingelocht. Schön, dass Sie gekommen sind. Guten Abend. Guten Abend. Hier gibt's keinen Angehörigen zwar. Ja, wir hatten noch Inventur. Ich muss doch nächste Woche den Laden übernehmen. Bitte. Guten Abend. Leute, kein Sturm, klar? Mensch, jetzt ja nicht auch mal ohne Misstrauen. Tüt. Ich sage dir, ich bin für klare Verhältnisse. Was hast du mit dem Mädchen vor? Mit welchem? Sag mal. Von der lass die Finger, klar? Armer Matti. Ganze Herze voller Pfeilchen und Narzissen. Eva war doch mal wie ganz Freundin. Hat ihm aber einen Lauf passiert. Eva? Das ist Berlin. Hast du doch neulich gefragt. Deshalb bin ich hier zu Hause. Ganz klein bist du da unten. Aber. Jetzt hat das alles gebaut. Hält das auch in Gang. Ich versuch's. Was ist? Der zweite Programm ist immer noch dreifach, sagt sie. Und jetzt? Hey, Eva! Und jetzt? Bloß noch ein Jahr ist, sagt sie. Jetzt müsst ihr weg sein. Jetzt müsst ihr weg sein, sagt er. Sie sagt, er ist tatsächlich weg. Moment. Und falls du Durst auf nichts hast, kannst du runterkommen. Was soll denn das nur wieder heißen, Matti? Nicht. Alles Bote. Beinahe alles. JPD, Berlin, man hört, riecht, sitzt, mit Hochhausneubau Hinterhof, liegt mittendrin mein Kiez. Mein Kiez ist, wo Berliner sind, Buch, Treptow und an Linden. Am Prenzlberg und in Marzahn, aus Schwedsur, Delitzsch, Doberan, kannst du Berliner finden.